zu viele verstaubte alte Männer. So sah es früher in der National Portrait Gallery in London aus, fanden zumindest die Besucher. Und deshalb hat das Museum die Gelegenheit genutzt, während eines Umbaus auch die Sammlungen zu erneuern. Diverser, weiblicher soll sie sein und auch Persönlichkeiten der Gegenwart zeigen. Ab heute öffnet die National Portrait Gallery nach 3 Jahren wieder ihre Türen. Sogar der Eingang ist neu und größer. Die National Portrait Gallery feiert Wiedereröffnung nach jahrelangem Umbau. Drinnen knallige Farben und helle Räume mit Porträts wichtiger Persönlichkeiten der britischen Geschichte. Neben alten Ölgemälden soll das Museum nach der Renovierung zusätzlich einen moderneren Fokus bekommen. Traditionell wurden hier vor allem die großen Berühmtheiten gewürdigt. Jetzt geht es um Menschen, die wirklich zu unserer Geschichte beigetragen haben, mit unterschiedlichen Lebenshintergründen. Die Galerie ist also viel inklusiver. So hängen neben König Charles der sozial engagierte Fußballer Marcus Rashford und daneben die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala. Besonders im Fokus das Portrait of Mai des berühmten Malers Joshua Reynolds. 60 Millionen Euro war es der Galerie wert. Das Bild ist besonders, weil zum ersten Mal in der britischen Kunstgeschichte eine Person of Color mit Erhabenheit, Würde und Individualität dargestellt wird. Bei all den Neuerungen ist sich die Portrait Gallery im Kern treu geblieben. Statt des Künstlers steht hier die Person auf dem Bild im Vordergrund.